Gönn uns noch mal ein paar Pioniere, dass wir den Berg da oben mal schneller erschlossen bekommen. So, und ich brauche hier, glaube ich, auch mal ein Lazarett. Wir könnten hier unten, ich sehe ja gerade, dass hier viele Fische sind. Könnten wir auch mal eine Fischerhütte bauen? Fangt mal da an. Eine halbe Stunde nicht gespeichert, ist schon wieder so viel Zeit vergangen. Unglaublich. Ich reiße mir mal ab, du findest ja da eh nichts mehr. Okay, unser anderer Antagonist, der scheint noch ein bisschen weiter weg zu sein. Wir können ja mal hier hinten noch die Grenze ein bisschen ausloten. Dann werde ich, glaube ich, auch hier schon mal die Kaserne hinpflanzen. Dass wir da einigermaßen gut aufgestellt sind. Und nur bei Bedarf rekrutieren, wie üblich. Was mich daran erinnert, wir müssten mal zeitnah gucken mit der göttlichen Aufwertung. Das sollten wir jetzt auch nicht Ewigkeiten verschlafen. Das hätten wir dann erst einmal. Ich weiß, ich habe wieder 1 Milliarde Baustellen. Aber wir kriegen die schon früher oder später fertig. Ich glaube, ich werde mal ein paar Hämmer produzieren und ein paar Schaufeln. Dass wir einfach ein bisschen Tempo reinkriegen ins Planieren. Und ich werde mal kurzfristig den Eisenerzminen Fische geben. Die liegen ja sonst eh nur rum und gammeln in der Sonne. Ist ja auch nicht richtig. So, ihr guckt nochmal da, wo alles genau ist. An Kohle. Da werden wir nämlich mit Sicherheit noch ein weiteres Bergwerk hinklatschen. Möchte sich keiner den Hammer schnappen und mal loslegen oder so? Wirklich? Sogar keiner? Schade. So, wir haben gerade ziemlich starken Eisenmangel. Aber gut, auch das wird sich früher oder später in Wohlgefallen auflösen. Ja, die kommen sich hier so gerade eben nicht in die Quere. Das ist schon mal gut. Hatte ich noch ein großes Wohnhaus gebaut? Ja, gut. Okay. Ach, stimmt hier. Warum schnappt sich keiner hier einen Hammer? Was ist da los?
Oder sind Schaufeln gerade gefragter? Scheint fast so. Egal, wir haben jetzt da ein paar Hämmer liegen, fertig. Wie viel Bauarbeiter haben wir denn? 16 und 16. Sind aber nicht ganz 25%. Naja, egal. So, da oben noch eine Kohlemine. Ich weiß, eine weitere Baustelle. Dessen bin ich mir bewusst. Aber irgendwann werden die Baustellen auch mal fertig. So, aber zumindest die Theorie. Ich hoffe, da kommt jetzt der letzte Stein. Dann haben wir hier auch schon eine weniger. Und jede weitere Baustelle, die fertig ist, ist eine gute Baustelle. Warte mal, hier können wir auch die zweite Bäckerei jetzt ein bisschen näher positionieren, jetzt wo der Steinbruch da weg ist. Ich wollte gerade sagen, haben wir hier gar keinen Bergmann, aber da kommt er gerade. Der kam wahrscheinlich von oben runter. So, da haben wir ein bisschen feines Land. Ich gucke gerade mal, ob hier oben Übergang ist, weil ich will jetzt nur sicher gehen, dass der nicht irgendwie mir in den Rücken fällt oder sich da oben ausbreitet und mir da Land klaut. Sehr schön, die Schweinefarm steht. Wunderbar. Ach, guck an, haben sich doch mal ein paar Larrys erbarmt und sich das Werkzeug geschnappt. So, nach und nach hört ein Schuh draus. Aber eben nur so nach und nach. So, der Fisch wird verwurstet, in der Hoffnung, dass die Eisenerzminen das auch vernünftig verwursten. Aber bald gibt's auch Fleisch vom Schwein. Ach, ich soll... Schlachterei bauen wäre vielleicht mal gut. Stimmt, ich wollte ja warten, bis ich hier ein bisschen was abgeholzt habe. So. Passt das nämlich da ganz gut hin. So, die erste Waffenschmiede ist gleich auch fertig. Wunderbar. Gut, da ist kein Übergang, schon mal gut zu wissen. Ich glaube, ich fühle mich erst sicher, sobald die Kaserne steht und da jeweils 8 Schwerter und 8 Bögen liegen. Wobei ich glaube, ich hier unten auch noch ein großes Wohnhaus hinbauen sollte, damit auch hier genug Larrys nebenstehen. Falls ich kurzfristig Soldaten brauche. Da nützt es mir nämlich nichts, wenn ich sage, okay, jetzt bild mal ganz schnell welche aus und die müssen dann von da ganz oben runterlaufen. So, schauen wir doch mal, ob wir hier einen Platz haben, wo wir halbwegs was anbauen können. Hier höchstens.
Aber das braucht noch ein Minütchen, bis wir den Platz uns da gekrallt haben. Eine Spitzhacke fehlt. Kommt, dann wird da gleich auch eine fehlen, also machen wir direkt zwei. Ich verschieb dich doch mal ein bisschen nach links, dass du von dem Bauernhof da wegkommst. Du bist nämlich doch ein bisschen sehr dicht dran. Du pack mal deinen Fokus bitte hier hinten hin, dass du die Bäume als erstes weghaust. So, die nächste Kohlemine steht. Und die ersten Waffen werden fabriziert. Wunderbar. Ich sagen, könnten wir hier hinten mal zwei Waffenlager hinmachen. Einmal für Schwerter, einmal für Bögen. So, und hier machen wir auch mal eine Eisenschmelze hin und eine Waffenschmiede. Oh nein, oh nein. Ei, 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 ei. Und ich habe noch gar nichts, um das abzuwehren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, gebt's ihm bitte halbwegs dreckig. Puh. Alter, das war mir zu knapp. Das war mir eindeutig sowas von zu knapp. Oh Gott, ich hoffe, ich komme jetzt hier mit meinen Baustellen halbwegs zu Rande. Dass die beiden möglichst schnell fertig gebaut werden. Und dann werde ich, glaube ich, trotzdem erstmal die Autorekrutierung laufen lassen. Dass wir einfach ein bisschen Manpower hier reinkriegen. Boah, warum habe ich Depp nicht direkt am Anfang einen der beiden Türme abgerissen? Scheiße. Entschuldigt bitte, aber das regt mich gerade auf. So, bitte fangt jetzt an zu bauen. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Oh, shit, da kommt der Nächste. Leute, ich befürchte, das war's. Und ich weiß, wenn's das war, dann werde ich die Mission wohl aller Voraussicht nach neu starten, weil... Ja, das war's sowas... Oh, das war's sowas von... Das war es definitiv so etwas von. Das kriege ich nie geblockt. Tja, schade, schade, Herr Nomade. Ja, okay. Nee, ich werde die Mission definitiv nochmal von vorne anfangen. Sorry. Aber da habe ich einfach, da war ich zu langsam. Habe ich einfach missgebaut, muss man so sagen. Ich habe mich zu sehr auf die Verbindung konzentriert und nicht aufs Aufbauen. Und das fällt mir jetzt auf die Füße. Naja, ihr Lieben, dann werde ich mich an der Stelle schon mal verabschieden. Das Elend müssen wir uns ja jetzt nicht zu Ende angucken. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, wenn es heißt, alles wieder von vorne. Bis dahin, Tschüssikowski!